Wenn du die Wahl hättest, welche dieser zwei Nintendo-Konsolen würdest du kaufen? Entweder die klassische Switch oder doch lieber die coole Tears of the Kingdom Special Edition? Die meisten würden wahrscheinlich die TOTK Edition bevorzugen, weil sie einfach viel schöner gestaltet ist und in ein paar Jahren sogar einiges wert sein könnte. Richtig krass bist du aber erst, wenn du eine der seltensten und teuersten Special Editions besitzt. Tatsächlich stecken hinter vielen dieser Konsolen sogar richtig interessante Geschichten und somit habe ich mich auf die Suche nach den außergewöhnlichsten Nintendo-Konsolen gemacht. Here we go! Mit dem Game Boy bot Nintendo erstmals die Möglichkeit, seine Konsole individuell anzupassen. So war der Handheld selbst in unterschiedlichen Farben erhältlich und es gab Sticker, mit denen man seinen Game Boy aufpimpen konnte. Von der Kreativität seiner Fans wollte sich auch Nintendo inspirieren lassen und veranstaltete im Nintendo Power Magazin einen Contest. Alle Game Boy Besitzer waren aufgerufen, ihr eigenes Design auf ihren Game Boy zu malen und dieses an Nintendo zu senden. Es wurden sehr viele Entwürfe eingereicht, aber nur diese drei wurden von Nintendo letztendlich ausgewählt. Die Plätze 4 bis 6 haben hingegen nicht einen Gameboy in ihrem Design bekommen, sondern einen dieser drei einzigartigen Varianten, die von Nintendo selbst entworfen worden sind. Weiter geht es mit dem Gameboy Color. Und hier gibt es wirklich einige coole Special Editions. Beispielsweise der Ocarina of Time Gameboy, der vom deutschen Club Nintendo Magazin vergeben wurde und nur 11 Mal hergestellt wurde. Aber es gibt noch eine seltene Variante dieses Gameboys, nämlich der schwarze Ocarina of Time Gameboy, von dem es insgesamt nur 3 Stück gibt. Und auch dieser Pikachu Game Boy wurde von Nintendo Deutschland vergeben. Insgesamt finde ich es schon krass, wie viele geile Aktionen und Gewinnspiele Nintendo damals für ihre Fans gemacht hat. Heute können wir ja froh sein, wenn Nintendo mal 20 Euro eShop-Guthaben für ein Mario Kart Turnier raus hat. Aber machen wir weiter mit dem N64. Und hier habe ich tatsächlich nur eine Special Edition gefunden. Das bedeutet, dass dieser Bug Bumble N64 offiziell der seltenste N64 ist. Er basiert auf einem Spiel von Ubisoft, in dem man eine Biene mit einer Waffe steuert. Tatsächlich konnte man auch diesen N64 wieder bei einem Gewinnspiel von Nintendo und Ubisoft Deutschland gewinnen. Damit wären wir dann tatsächlich schon beim GameCube angelangt. Diesmal hat das deutsche Nintendo-Magazin N-Zone zum Anlass ihres 8. Geburtstags gleich ein ganzes Konvolut an customized Nintendo-Konsolen verlost. Darunter dieser Star Fox GameCube, ein Yoshi Game Boy Advance SP und dieser DS mit dem schwimmenden Mario drauf. Das Lustigste an diesem Gewinnspiel ist aber, dass man die Konsolen nie gewinnen konnte. Denn die Autoren des Magazins haben einfach vergessen zu erklären, wie man bei dem Gewinnspiel teilnehmen kann. Das Peinliche ist aber, dass es dem Magazin gleich noch einmal passiert ist. Denn es gab noch diesen Incredibles GameCube, bei dem Nintendo ebenfalls vergessen hat aufzuschreiben, wie man ihn denn gewinnen kann. Nintendo hat seine Fans also gleich doppelt gescammt. Was bis hierhin aber hoffentlich kein Scam ist, ist dieses Video. Wenn es euch bisher gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank und jetzt weiter mit dem Video. Der coolste GameCube aller Zeiten ist wohl dieser Donkey Kong GameCube, der auf Promo-Events für das Trommelgame Donkey Konger genutzt wurde. Ich muss sagen, ich habe selten so ein cleanes und thematisch passendes Design gesehen. Ansonsten gab es noch ultra viele MTV GameCubes, diese Metroid Prime 2 Variante und den Luigi's Mansion 2 GameCube. Um den zu bekommen, brauchte man richtig Skill, denn er wurde an die Gewinner der Nintendo Championships 2002 vergeben. Der Gewinner bekam aber nicht nur den Luigi's Mansion GameCube, sondern dieses ganze Set an Nintendo-themed Hardware. Für 2002 war das wirklich Peak gewesen. Das soll es dann aber jetzt auch mit dem GameCube gewesen sein. Weiter geht's mit dem Game Boy Advance. Dieses Play for America Game Boy Advance Set wurde von 3 verschiedenen Sportlern aus den USA designt. Die Fans konnten damals für ihren Lieblings-Game Boy Advance abstimmen und hatten dann die Chance, diesen zu gewinnen. RIP nur an den, der diesen Game Boy Advance gewonnen hat, denn wie will man damit noch spielen? Noch ein cooles Set sind die Animal Crossing DSs, die in 4 Jahreszeiten gestaltet sind. Den Frühlings-DS konnte man gewinnen, indem man seinen eigenen Animal Crossing Villager designt. Das sind übrigens die Top 3 Einsendungen. Was mit dem Sommer-DS geschehen ist, weiß man tatsächlich bis heute nicht. Und auch die Geschichte des Herbst-DS ist etwas mysteriös. Denn er tauchte nach einigen Jahren bei irgendeinem Videospielhändler auf, der behauptet hat, dass Nintendo ihm den einfach so geschenkt hat. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr mich fragt, ist daran irgendwas sass. Der Winter-DS wurde hingegen relativ unspektakulär vergeben. Man musste nämlich einfach an diesem Quiz teilnehmen und wenn man alle Fragen richtig beantwortet hat, kam man in den Lostopf. Dieser Professor Layton DS wurde hingegen direkt im Nintendo New York Store vergeben. Das Nintendo Team hat ein paar Leute zusammengetrommelt, in diese Hüte hier aufgesetzt und wer dann in 10 Minuten die meisten Professor Layton Rätsel gelöst hat, hat den DS gewonnen. Jetzt kommen wir aber zum geheimen McDonald's DSi. Er war tatsächlich für über 10 Jahre verschollen und den einzigen Hinweis, den es für ihn gab, war ein Fernsehbeitrag von Bloomberg. In dem wurde erklärt, dass McDonald's die Nintendo DSi nutzte, um ihre neuen Mitarbeiter einzulernen. Denn es soll in Zusammenarbeit mit Nintendo ein Spiel entwickelt worden sein, mit dem Mitarbeiter lernen konnten, wie man Burger belegt, Pommes zubereitet oder mit den Gästen interagiert. Über Jahre ranken sich dann einige Mythen um den DSi und das Spiel.
Doch im Jahr 2020 taucht auf einmal ein McDonald's DSi mit dem Spiel in Japan auf und ein amerikanischer YouTuber schlug für umgerechnet rund 3.500 Euro zu. Noch teurer als der McDonald's DS ist aber diese Super Smash Bros. Brawl Wii. Sie ist mit echten Swarovski-Steinen im Gesamtwert von über 4.000 Euro besetzt, die auf der einen Seite Mario und auf der anderen Seite Bowser formen. Gewinnen konnte man die Konsole im Super Smash Bros. Brawl American Circuit. Das war eine Reihe von Smash-Turnieren, die vor dem eigentlichen Release von Brawl abgehalten worden sind. Später kam sie dann in die Hände von einer Firma, die seltene Videospielkonsolen verkauft, und diese bot die Wii für 20.000 Euro auf eBay an. Aber es gab kein Gebot. Die Brawl Wii ist schon echt cool, aber es gibt noch eine gigantischere Wii, nämlich die legendäre Goldene Wii. Ein Videospielentwickler aus Großbritannien wollte sie an die Queen verschenken, um Aufmerksamkeit für ihren grottenschlechten Wii Sports Klon zu bekommen. Anstatt Bowling oder Golf gab es hier Sportarten wie Hufeisenwerfen, Hufeisenwerfen mit Booten oder Hufeisenwerfen, damit Hühner in den Hühnerstall gehen. Das Blöde war nur, dass die Firma nicht beachtet hat, dass die Queen keine Geschenke annimmt und somit wurde sie straight zurück an den Entwickler geschickt. Weiter geht es mit diesem Mario Golf 3DS XL. Das Design ist eigentlich relativ unspektakulär, es zeigt einfach nur, wie Mario mit einem Golfschläger ausholt. Um die Konsole zu gewinnen, musste man den Score von dem Autor dieses Magazins brechen. Insgesamt gab es einige Spieler, die das geschafft haben, aber es wurden nur 5 Konsolen verlost. Seit der Wii U nimmt die Anzahl von Custom-Konsolen seitens Nintendo leider ab. Die einzig wirklich interessante Wii U ist die Shibu Robo Photofinder-Konsole. Sie wurde sogar in einer Nintendo Direct gefeatured und man konnte sie gewinnen, indem man das schönste Foto in dem 3DS-Game Shibu Robo macht. Das coolste daran war aber, dass Nintendo den Namen des Gewinners auf die Konsole gedruckt hat. Jetzt sind wir aber finally bei der Nintendo Switch angekommen. Die erfolgreichste Konsole, die Nintendo je veröffentlicht hat. Aber trotzdem hat Nintendo kaum Special-Versionen herausgebracht. Es gibt zwar ultra viele Dritthersteller, die Custom-Konsolen zu den Releasen ihrer Spiele verlosen und die sehen teilweise auch echt nice aus, aber sie sind nun mal nicht offiziell von Nintendo. Und auch wie man die Konsolen gewinnt, wird immer langweiliger, denn in 99% der Fällen muss man einfach ein Follow da lassen oder ein Post retweeten. Die Zeit, wo man entweder in Turnieren richtig reingrinden musste oder seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte, ist leider vorbei. Eine spezielle Custom Switch hat Nintendo dann aber doch verlost, um Nintendo Labo zu promoten. Mit insgesamt 10 produzierten Stück ist die Labo Switch wohl die seltenste Nintendo Switch Konsole von Nintendo selbst. Ansonsten gibt es auch noch einige Special Editions der Nintendo Switch zu großen Marken wie Mario, Zelda, Animal Crossing oder Splatoon. Und tatsächlich gab es sogar mal eine Fortnite Edition. Alle diese Konsolen wurden aber im großen Stile verkauft, weswegen sie jetzt nicht ultra selten sind. Jetzt seid ihr aber an der Reihe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche der heute vorgestellten Nintendo-Konsolen ihr gerne besitzen würdet. Ansonsten lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut auch in diesem Video hier vorbei, darin stelle ich euch die verrücktesten Super Mario Easter Eggs vor. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao.